Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Berlin ist hip, angesagt und in, und die Mieten in den Citylagen steigen, neue schicke Quartiere entstehen, die Gentrifizierung arbeitet sich durch die Bezirke. Im Prenzlauer Berg ist sie schon durch, Friedrichshain ist gerade mittendrin und in Nordneukölln geht's jetzt los. Moabit oder der Wedding stehen bereits in Wartestellung. Und der Stadtrand? Der nimmt bezüglich der zunehmenden sozialen Spaltung unserer Stadt eine Funktion ein, die zu größter Besorgnis Anlass geben muss. Am Montag konnten wir ein Porträt der Spandauer Großsiedlung Heerstraße Nord in der Berliner Zeitung lesen. Es war das Bild eines Stadtviertels von Hoffnungslosigkeit, Verfall und Tristesse, welches hier gezeichnet wurde. Seit 2006 ist dort die Einwohnerzahl um 1.300 Menschen angestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt doppelt so hoch wie im Berliner Durchschnitt. 80% der Kinder unter 15 in der Großsiedlung wachsen in Familien auf, die von Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe leben müssen und den Schikanen des Jobcenters ausgesetzt sind. Da ist nichts hip oder in, da gilt nach wie vor der Buchtitel aus den 80er Jahren der Entstehungszeit dieser Großsiedlung: Wohnst du sozial, hast du die Qual. Das Viertel Heerstraße Nord ist aber nicht die einzige Großsiedlung am Stadtrand, die dieser Senat und auch schon sein rot-roter Vorgänger öffentlich aufgegeben hat. Das Falkenhagener Feld in Spandau, das Märkische Viertel in Reinickendorf, die Großwohnsiedlung Marzahn-Hellersdorf, die Gropiusstadt in Neukölln, den Tirschenreuther Ring, solche Viertel und ihre Bewohner lässt der Senat seit Jahren mit ihren Problemlagen allein. Der aktuelle Sozialstrukturatlas Berlin hebt diese vom Senat aufgegebenen Großsiedlungen am Stadtrand farblich hervor, und zwar tiefrot. Wer hier wohnt, ist arm und hat meist weniger Bildung genossen, wird öfter krank und stirbt früher. Freiwillig zieht hier keiner hin. Hierhin ziehen die Verlierer der Gentrifizierung. Am Rand von Spandau, in der Hochhaussiedlung an der Heerstraße, leben fast nur noch Menschen, die die Mieten in der hippen Berliner Innenstadt nicht mehr bezahlen können. In Berlin erhalten knapp 700.000 Menschen Leistung der Grundsicherung für Unterkunft und Heizung. Menschen, die Hartz IV, Sozialhilfe oder Leistung des Asylbewerberleistungsgesetzes beziehen. Einmal im Jahr erhöht der Sozialsenator Tschayer die Richtwerte für die Leistungen der Kosten für Unterkunft und Heizung um ein paar mickrige Euro. Dafür lässt er sich öffentlich als sozialer Wohltäter abfeiern, doch das ist er mitnichten. In Wirklichkeit gehen diese Richtwerte an der Realität des Wohnungsmarktes vorbei und hinken den rasanten Mietsprüngen in Berlin um Jahre hinterher. Diese Mini-Erhöhungen reichen vorn und hinten nicht, um die zunehmende räumliche Spaltung unserer Stadt in Arm und Reich zu verhindern. Wessen Wohnung in seinem angestammten Kiez für das Jobcenter zu teuer geworden ist, muss sich eine neue, günstigere Wohnung suchen, und die findet er, wenn überhaupt, in einer Großwohnsiedlung am Stadtrand. So ergeht es nicht. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Grosse? Nein, danke, gerade am Ende. Ja, wenn überhaupt in einer Großwohnsiedlung am Stadtrand. So ergeht es, bitte, nicht nur den Grundsicherungsbeziehern, sondern auch den Geringverdienern in unserer Stadt. Einfach ein bisschen mehr zuhören und weniger pöbeln. Blicken wir zurück in Ost wie West. Suchte man verstärkt seit den 80er Jahren sein Heil bei der Lösung der Wohnungsfrage und der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum im Bau von Großsiedlungen am Stadtrand. Bereits bei der Errichtung dieser Großsiedlungen wurden Menschen mit weniger Einkommen dorthin verdrängt. Man bot ihnen diese Wohnung zur Miete an, je nach Stadthälfte aus spekulativen oder politbürostrategischen Gründen, und siedelte sie aus zerfallenen Altbauquartieren der Gründerzeit um. In solchen Retortenstädten wuchsen bereits damals schnell die sozialen Probleme. Das Schicksal der Christiane Elf ist ein prominentes Beispiel, eines von tausenden Namenlosen, für die Konsequenzen aus Entwurzelung und sozialer Kälte. Sie kam aus der Gropiusstadt, es hätte genauso das Märkische Viertel, der Tirschenreuther Ring oder Starken sein können. Gestatten Sie mir noch eine Zwischenbemerkung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wäre nett, wenn die Gespräche draußen geführt werden und hier ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Das ist schwierig hier auch von der Akustik. Vielen Dank. Vielen Dank. Diese kleine Geschichtsstunde muss sein, denn es wird zu schnell und zu gerne vergessen, wie menschenverachtend und brutal die Berliner Neubaupolitik damals war. Man wollte ein größtmögliches Bauvolumen schaffen, und das ging am effektivsten auf der Grünwiese. Hinzu kamen die Berliner Bauskandale, von denen SPD, CDU und die Baumafia profitierten. Vielleicht erinnern wir uns noch.
Das Ganze nannte sich zwar sozialer Wohnungsbau, war es aber nicht. Ein klassischer Etikettenschwindel, völlig am Bedarf vorbei subventioniert. Und wo stehen wir nun heute? Lassen Sie doch das mit den Pöbeln. Man kann natürlich sagen, dass dieser Senat und auch sein Vorgänger aus den Fehlern der Vergangenheit in Einzelfällen gelernt haben. Man hat in Großsiedlungen nachgebessert, man hat versucht, die Probleme zumindest nicht zu verschärfen. Quartiersmanagement wurde eingesetzt, fehlende Infrastruktur zum Teil ergänzt. Aber wie der Bericht aus der Heerstraße exemplarisch zeigt und der Sozialstrukturatlas für viele solche Großsiedlungen belegt, geht es trotz Nachbesserungen in diesen Siedlungen sozial steil abwärts. Die Probleme in vielen Großsiedlungen am Stadtrand sind keineswegs gelöst. Was bleibt, sind nach wie vor schwierige soziale Verhältnisse und ein hoher Mietanteil am Haushaltseinkommen von Menschen, die eigentlich gar nicht dort wohnen wollen. Dieser Verdrängungsprozess wird begleitet von flotten Sprüchen unseres Regierenden Wovereit, der Ihnen erzählt, ein Recht auf Innenstadt gäbe es halt nicht. Herr Müller, es ist sehr schön, dass Sie bei den Großsiedlungen am Stadtrand das leidige Leerstandsproblem nun los sind, weil Verdrängung aus der Innenstadt und Zuzug von außen die Siedlung mit mehr oder weniger freiwilligen Zuzüglern füllen. Aber um welchen Preis? Die soziale Frage, die Tatsache, dass immer mehr Bewohner der Stadtrandsiedlungen immer weniger Haushaltsnettoeinkommen nach Abzug der Miete übrig haben, die scheint sich dieser Senat noch nicht ernsthaft gestellt zu haben. Im Gegenteil, sie haben diese Menschen einfach vergessen. Denn was unternimmt der Senat? Schauen wir mal hin. Er freut sich, dass er mit einem Mietenkonzept, das der Methode aufgeschoben ist, nicht aufgehoben, folgt, durch Verschiebung von sozialen Problemen in die Zukunft Zeit gewinnt. Er ist zufrieden, dass die GEWOS-Studie Entwarnung beim Leerstandsproblem gibt und sagt sich, Hauptsache ist, da hat jemand ein Dach über dem Kopf, ob der allerdings dabei verarmt, ist offensichtlich sekundär. Der Senat hat hier nicht auf der Zuschauerbank zu sitzen, sondern er muss handeln. Hier geht es darum, Sozialpolitik mit Wohnungspolitik zu verzahnen. Es ist dringend nötig, an gute Ansätze im Quartiersmanagement anzuknüpfen, auch und besonders am Stadtrand. Ich will jetzt von Ihnen wissen, was werden Sie tun? Wie sieht Ihr Handlungskonzept aus? Haben Sie überhaupt eins, Herr Müller? Hat Herr Müller vor aller Vorfreude auf neue Bauprojekte überhaupt noch den Blick für bereits Gebautes am Stadtrand und die Problemlagen dort? Ist Frau da, zu Besuch, ja. Ist Frau Kollert im Bilde? Stimmen Sie sich beide konzeptionell ab? Das ist so. Okay, Frau Kollert, Sie kennen die Probleme, davon gehe ich mal aus. Aber wie stellen Sie sich in Ihrer Verwaltung konzeptionell auf, um zum Beispiel Ansätze des Quartiersmanagements, die eher sozialen und weniger städtebaulichen Charakter haben, zu unterstützen? Der Senat muss hier dringend und vor allem proaktiv handeln und nicht einfach abwarten nach dem Motto, die melden sich schon. Wer verarmt, der sendet oft nur schwache Hilfesignale. Erst wenn es brennt, sozial, dann wird das sichtbar. Zu warten, bis aus sichtbaren Problemen ein unüberschaubarer Flächenbrand wird, das verbietet der Respekt vor den Betroffenen. Herr Wovereit, Herr Müller, Frau Kollert, Herr Nussbaum, Herr Czaja, handeln Sie endlich. Und zwar wohnungspolitisch wie sozialpolitisch, mit einem nachvollziehbaren Konzept. Nicht nur punktuell, sondern flächendeckend und berlinweit, insbesondere am Stadtrand in den Großsiedlungen. Ich erwarte die Erläuterung Ihres Konzepts hierzu und bin gespannt, wie die anderen Fraktionen sich nun positionieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.